Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein, hier auf meinem YouTube-Kanal. Wenn es wieder darum geht, Neukundengewinnung, Positionierung und dann Skalierung deines Unternehmens. Ja, ich bin spezialisiert insbesondere auf IT-Unternehmer und da wiederum insbesondere auf alles, was mit Software zu tun hat. Ja. Und in diesem Video möchte ich mal drei Punkte mitgeben, die absolut essentiell sind, wo du dir Klarheit verschaffen musst, wenn du noch ganz am Anfang stehst. Oder wenn du auch so mal schon sehr, sehr lange als Freelancer oder Anführungsstriche selbstständiger Unternehmer etc. da draußen unterwegs bist, aber letztendlich permanent auf der Stelle getreten bist. Ja, letztens hatte ich wieder eine Strategiesession mit einem Softwareentwickler, möchte ich mal so nennen, ja, einem Techie, wo ich mir bis heute nicht ganz klar bin, wo er wirklich seine Schwerpunkte hat, aber genau das war auch das Problem, möchte ich hier mal ganz kurz ansprechen auch, ja, und dieses Beispiel anonymisiert mal herausgreifen. Es war ein Entwickler, ein Techie, ich nenne ihn jetzt mal Techie, ich nenne ihn jetzt mal Anton, ja, also Anton war Mitte 40 und hat mir gleich mal vorweg, also gleich als erstes, ohne dass ich überhaupt eine Frage stellen konnte in meiner Strategie-Session, gleich mal zugeballert mit allem, was er in den letzten 15 bis 20 Jahren quasi an Tech-Stacks und Programmiersprachen und etc. pp. Ausprobiert hat. Ja, bum, 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 ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, Moment mal, ja. Das interessiert mich jetzt erstmal gar nicht so sehr, ja. Und letztendlich komme ich hier gleich zu meinem ersten Punkt, das Thema Positionierung, Zielgruppe. Ja, also die drei Punkte, die wir hier in dem Video besprechen werden, ist Zielgruppe, Positionierung, ja, Akquise, Direktvertrieb, Direktmarketing und der dritte Punkt, Zielsetzung aufbauen, konkrete Zielsetzung mit einem konkreten Timeframe. Also wirklich dir im Klaren werden, was ist deine Positionierung und mal zum Thema Positionierung. Positionierung bedeutet dir eigentlich, was bedeutet, also es ist ja letztendlich auch schon wieder so ein Schlagwort, wo alle möglichen Coaches und was weiß ich alles, Agenturen und so weiter halt ständig durch die Gegend werfen. Aber was bedeutet Positionierung im eigentlichen Sinne? Positionierung bedeutet, dass du dir selber mal klar wirst, was du eigentlich willst. Also Positionierung bedeutet nicht, ich habe gehört, da bei SAP oder da bei Java oder das oder hier irgendwie, da gibt es einen neuen Trend, Online-Recruiting oder was weiß ich. Jetzt möchte ich Geld verdienen, jetzt positioniere mich da. Nein, du musst dir selber erstmal im Klaren werden, was du eigentlich willst. Und noch einen Schritt vorher, wo du deine Talente bzw. deine Passion hast. Ich sage immer, du kannst alles irgendwo lernen. Ja, der Mensch ist unfassbar flexibel. Aber die Frage ist immer, wie lange dauert es, dass du das lernst und wie lange dauert es, das Gelernte dann auch so umzusetzen, dass du irgendwann mal Expertenstatus erlangst und dann entsprechend auch rausgehen kannst, als Selbstständiger genug verdienen kannst, dir eine Firma aufbauen kannst, skalieren kannst, deine eigenen Mitarbeiter und so weiter und so weiter. Und das ist ein relativ langer Weg, aber der ist umso länger, umso weniger Talent und umso weniger Passion du hast für eine ganz bestimmte Sache. Das heißt, schau dir immer an, okay, wo sind deine Stärken, stärke deine Stärken und wo ist deine Leidenschaft? Idealerweise sind die beiden Sachen miteinander verknüpft. Ja? Also wenn du super leidenschaftlicher Schwimmer bist, schaffst aber nicht mehr wie 20 Meter, ist halt ein bisschen schwierig, viel zu schwimmen. Ja? Also in der Regel sind die beiden Sachen miteinander verknüpft. Nochmal, wo sind deine Talente, deine Stärken, stärke diese Stärken und verknüpfe das mit einer Leidenschaft, idealerweise ist es sowieso schon miteinander verknüpft. Und dann wirst du alles, was du auf den langen Weg, ja, bis zum achtstelligen oder neunstelligen Unternehmen vielleicht irgendwann mal, benötigst, einen ganz anderen Timeframe haben. Ja? Also mach bitte nicht den Fehler, geh da raus und mach nur irgendwas, weil irgendwie ein Hype, du hast irgendwas mitbekommen oder sonst irgendwas, ja? Und willst dann einfach nur Geld verdienen. Ja klar, Geld verdienen muss jeder irgendwo, der nicht reich ist. Und wenn du gerade irgendwie ja, nichts Besseres hast oder was, dann mach einfach das, was so eh schon funktioniert, was dir quasi deinen Lebensunterhalt gibt und so weiter und so weiter. Aber wenn es darum geht, wirklich ein Business aufzubauen, ja, dann solltest du diese Punkte nicht vergessen. Ja. Und es gibt natürlich einige Unternehmer, die haben schon viele Business erfolgreich aufgebaut mit unterschiedlichsten Themen.
Aber dann ist deren Leidenschaft und deren Stärke und deren Talent eben das Aufbauen von Businesses, egal welches Thema. Ja, das ist dann wiederum sozusagen deren Stärke, Talent, ja, und Leidenschaft. Ja, also das gibt es natürlich auch. Dann bist du rein nur Unternehmer und machst überhaupt gar nichts wirklich sozusagen operativ, sondern hast einfach nur Kapital zur Verfügung. Das ist die Voraussetzung. Und stellst vom ersten Tag an quasi die Leute ein, die dann die operative Arbeit machen. Aber das sind in der Regel dann schon Investoren, Business Angels und dergleichen. Und da bist du wahrscheinlich noch nicht, weil sonst wirst du wahrscheinlich mein Video dir gerade nicht gucken. Ja, du bist also noch ganz woanders, bist noch ganz am Anfang. Und es geht bei dir jetzt erstmal darum, dass du irgendwie Angestellter warst oder bist oder von der Uni gerade kommst oder was auch immer und nebenbei schon irgendwelche Sachen machst, aber halt vernünftig in die Selbstständigkeit und dann Unternehmertum eben dir aufbauen möchtest. Ja, und da ist es eben ganz wichtig, dass du Stärken stärkst und dir über deine Talente mal bewusst bist. Und aus dem dann, wenn du da mal bist, wenn du da mal wirklich Klarheit geschafft hast für dich selber, daraus entwickelst du eine Positionierung. Dann mit dieser Positionierung gehst du auf die Zielgruppe, du schaust, okay, zuerst deine Positionierung, dann gehst du auf die Zielgruppe. Und bis dahin ist es immer noch Theorie. Und jetzt kommt der zweite Punkt, Akquise-Direktvertrieb. Das heißt, jetzt machst du Marktfeedback, Product-Market-Fit. Ja? Egal, ob du Dienstleister bist oder Produkte hast, es ist immer das Gleiche. Und in dieser zweiten Phase musst du mal mindestens mit 30, besser 50, besser 100 potenziellen Kunden gesprochen haben, um letztendlich dann in der Praxis wirklich die Resonanz mal abzuchecken, ob das, was du dir jetzt da zurechtgedacht hast, ja, du machst das, was du leidenschaftlich gut kannst, wo du auch Stärken hast und so weiter und so weiter, aber jetzt dann mal die Realität im Markt abchecken, sozusagen das Marktfeedback einholen. Ja. Und wenn du das gemacht hast und dort hat sich ein sogenannter Proof of Concept, der Begriff muss dir bekannt sein, wenn du aus der IT kommst, ja, wenn du das hast, ein Product Market Fit, also quasi dein Konzept sich bewahrheitet hat in der Realität, ja, also real, dann gehst du in das dritte und jetzt baust du dir eine vernünftige Zielsetzung auf. Ja? Und die startet immer mit deiner ersten Mini-Pipeline. Das heißt, jetzt nimmst du nicht nur 30, 50 Gespräche, die kannst du schon mal aufnehmen in deine erste Mini-Pipeline. Jetzt baust du dir mal eine Mini-Pipeline auf von mindestens 300, 400 Kontakten oder Firmen. Ja? Und dort dich quasi zu platzieren, mit deinen ersten Kunden, deine ersten Geschäfte, deine ersten Aufträge und so weiter mal zu generieren, damit der Schneeball mal ins Rollen kommt. Okay, hier möchte ich erstmal einen Cut machen für dieses Video. Ich hoffe, es war einigermaßen klar. Das ist erstmal das, wo du machen musst, um mal eine gewisse Flughöhe zu haben. Wenn du das alles mit dem allem durch bist, dann bist du letztendlich in meinen Augen ein unabhängiger Softwareentwickler oder ein unabhängiger IT-Freelancer, der mal so um die 10.000 bis 15.000 Euro im Monat verdient, ja, mehr oder weniger kontinuierlich, es vielleicht sogar noch schafft, genug Freizeit nebenbei zu haben. Oder du kannst auch sagen, okay, wenn du jetzt mal anfangen möchtest, irgendwie ein zusätzliches Projekt oder einen zusätzlichen Skill oder irgendwie noch zusätzliche Zeit benötigst, kannst du natürlich das auch wieder runterschrauben auf 6.000, 7.000 oder 8.000 Euro im Monat. Und dann hast du vielleicht ein oder zwei freie Tage in der Woche. Ich würde sowieso, wenn du wirklich gute Ziele hast, würde ich dir so raten, mal von dem Konzept des Wochenendes wegzukommen, also dass du grundsätzlich mal 7 Tage die Woche arbeitest. Du musst ja nicht Samstage und Sonntage den ganzen Tag arbeiten. Ja, mein Vater damals, ja, der war 1960 oder so, hat er seine Lehre gemacht, ja, Ende 1950, ja, und da war grundsätzlich in Deutschland eine 6-Tage-Woche und einen 12-Stunden-Tag. Also das war quasi gesetzlich die Norm, ja, 12 Stunden am Tag arbeiten als Lehrling, als, ja, und 6 Tage die Woche. Das war die Norm, ja. Da gab es nur Sonntage frei, ja. Also einfach das mal wieder zurückholen, wie das mal damals war. Und du kannst natürlich sagen, ja, Work-Life-Balance und wir haben jetzt so quasi KI und wir leben im Jahr 2023, da muss man nicht mehr so viel arbeiten und so weiter und so weiter. Klar, aber dann kannst du nicht erwarten, dass du die Resultate, überdurchschnittliche Resultate erzielst, wenn du natürlich auch nicht bereit bist, überdurchschnittlich Investments zu tätigen. Ja? Sei es Zeit, Geld oder Energie oder alles drei am besten. Wenn du ganz am Anfang bist, musst du da wirklich mal voll reinhauen und Gas geben. Also so viel, so weit, so gut. Bis zum zweiten Teil
wenn du noch nicht Abonnent bist, abonniere den Kanal sehr gerne und dann sehen wir uns im zweiten Teil von diesem Video, wie du am besten startest als IT, als selbstständiger IT-Experte. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.